Jausen, heute geht es um die TikTok for You Page und den TikTok Algorithmus. TikTok hat dazu eine Pressemitteilung rausgehauen. Wir gucken da mal drüber, weil daraus kannst du wiederum schließen, wenn du weißt, wie dieser Algorithmus funktioniert, was du zu tun hast, um vielleicht auch mal auf der For You Page zu landen und ein paar mehr Impressionen zu bekommen. Wenn dich solche Themen interessieren, abonniere den Kanal. Es gibt 2 Videos die Woche, immer Mittwoch und Sonntag. Und wenn du willst, dass ich mal deinen Namen hier im Video erwähne, dann schreib jetzt unten drunter Shoutout und danach gucken wir mal, ob wir verstehen, was TikTok in diesem Artikel geschrieben hat. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Sowas wie den For You-Feed bei TikTok gibt es auf anderen Plattformen ähnlich, aber es ist schon sehr, sehr speziell bei TikTok. Und wenn du gar nicht weißt, was bei For You passiert, das ist die Seite, die du angezeigt bekommst, wenn du TikTok öffnest. Und auch dort werden dir Inhalte zur Verfügung gestellt oder gezeigt, wo der Algorithmus im Hintergrund errechnet hat, dass die Chance sehr, sehr hoch ist, dass es dir gefällt. Und dafür gibt es einige Faktoren, die das mitbestimmen, ob da was landet auf der For You-Page oder nicht. Wenn du bei TikTok unterwegs bist und interagierst, also Accounts folgst oder Likes verteilst, dann hat das Einfluss auf deine For You-Page, weil diese Interaktionen quasi dem System vermitteln, was dich interessiert, woran du interessiert bist und dir dementsprechend Inhalte danach ausgesucht werden. Es gibt verschiedene Faktoren, die deine For You-Page beeinflussen. Und ein Faktor ist zum Beispiel deine Interaktionen, die du auf TikTok vornimmst. Also welche Videos guckst du, welche Videos likest du, welchen Konten folgst du oder wo kommentierst du. All das fließt da mit rein. Bedeutet im Umkehrschluss, dass du bei Leuten auf der For You-Page landest, wenn die vielleicht ähnliche Konten abonniert haben, dich abonniert haben, bei dir interagiert haben, bei dir kommentiert haben oder bei ähnlichen Accounts kommentiert haben. Also Interaktionen sind sehr, sehr wichtig. Und diese Signale nimmt TikTok eben und sortiert dann den eigenen Inhalt danach aus, was soll dir angezeigt werden oder was soll dir nicht angezeigt werden. Aber nicht nur die Interaktionen, die du bei anderen Videos vornimmst, sondern auch Informationen aus deinen eigenen Videos, wie zum Beispiel Hashtags, die du verwendest, Sounds, die du verwendest, Untertitel, die du reinschreibst, all das beeinflussen die For You-Page. Ein weiterer Faktor, der den Algorithmus und die For You-Page beeinflusst und den man gar nicht so im Kopf hat, sind auch deine Geräteeinstellungen. Nutzt du iOS oder ein Android-Gerät? Welche Spracheinstellungen hast du? Also auch das, die Ländereinstellungen, all das fließt mit rein und dementsprechend versucht TikTok auch natürlich Videos auszuspielen, die auf dein Gerät und auf die ganzen Einstellungen optimiert sind und wo die Leistung passt. Man muss aber dazu sagen, dass Interaktionen da schon ein bisschen mehr gewichten als diese Einstellungen oder sonst wie was, weil das sind ja Dinge, die hast du nicht selber unbedingt in der Hand, welches Gerät du hast. Natürlich kannst du dir überlegen, dann kaufe ich mir ein iOS oder ein Android, aber das ist kein wirklich aktives Zeichen zum Thema, der Content gefällt mir oder der Content gefällt mir nicht. Also ist das auch nicht ganz so stark gewichtet. Es gibt auch noch weitere Faktoren, die das beeinflussen und das auch in einer gewissen Gewichtung. Also zum Beispiel, du kommst aus Berlin, dann versucht natürlich TikTok, dir auch lokale Inhalte auszuspielen. Und das hat eine Gewichtung, die aber nicht ganz so stark ist, wie zum Beispiel die Gewichtung von, du hast ein Video komplett durchgeguckt. Also du kriegst mehr Inhalte gezeigt von, die ähnlich sind wie Videos, die du durchguckst, als Inhalte, die halt jetzt einfach nur dort gemacht wurden, in der Region, wo du herkommst. Beides hat eine Rolle und spielt eine Rolle beim Algorithmus, aber wichtiger ist die Watchtime oder diese Verweildauer bei einem Video, ob du das durchgeguckt hast, als wo das Video herkommt. Weil auch viele immer so diese Angst haben und denken so, ja, ich komme nie auf die For You-Page, weil mein letztes Video irgendwie nicht funktioniert hat oder ich zu wenig Follower habe. Die Follower von deinem Account spielen nicht unbedingt eine Rolle. Natürlich, wenn du mehr Follower hast, ist die Chance höher, dass du auch mehr Views bekommst, mehr Interaktion und dadurch in mehr For You-Feeds landest. Klar, das spielt alles ineinander. Aber es ist nicht unbedingt wichtig, viele Follower zu haben, um da zu landen oder dass es alte Video gut war. Das wird immer wieder neu bewertet und dann wird abgeschätzt, für wen ist das was oder nicht. Und dementsprechend werden Dinge bei For You angezeigt. Und wenn du das Gefühl hast, du siehst bei TikTok die ganze Zeit nur Quatschvideos, dann liegt es auch daran, dass du wahrscheinlich viele Quatschvideos guckst. Weil viele Leute natürlich auch immer sagen, ja, aber da ist ja nur Kinderkram bei TikTok und bei Instagram. Das Wichtigste ist, wenn du möchtest, dass dein For You-Feed dir Sachen anzeigt, die dir auch gefallen, musst du die App nutzen und halt eben auch Zeichen geben. Und dementsprechend verändert sich auch deine For You-Page. Du kannst es ja selber mal ausprobieren. Wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Motorradvideos anguckst, likest, durchguckst, dann wird deine For You-Page wahrscheinlich mehr Motorräder anzeigen, als wenn du es nicht tust. Also beschwere dich nicht drüber, dass auf deiner For You-Page nur Müll ist, weil dieser Müll
Müll ist wahrscheinlich der Müll, der dich interessiert. Und diesen Algorithmus kannst du verbessern, indem du einfach auf der Plattform unterwegs bist und möglichst viele Zeichen gibst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Du kannst halt auch aktiv deinen For You-Feed mitbestimmen, indem du einfach mal länger auf ein Video draufdrückst, so ein Video favorisierst oder auch sagst, dieses Video interessiert mich nicht. Und dadurch gestaltest du deinen eigenen For You-Feed. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch zum Beispiel, wenn du bei Leuten in For You eingespült wirst, aus Versehen, oder du nutzt Hashtags, die irgendwie zu einem Thema passen, aber dein Video passt nicht dazu, können die Leute natürlich auch sagen, ich möchte weniger davon sehen. Und dann wirst du selber Schaden davon tragen, weil du halt Hashtags benutzt, die aber nichts mit deinem Thema zum Beispiel zu tun haben. Und die Leute finden das dann blöd und geben dem Algorithmus ein Zeichen, dass sie weniger davon sehen wollen. Und damit schränkst du deine eigene Reichweite wiederum ein. Jetzt ist es natürlich so, wie auf den meisten Plattformen, die Algorithmus basierend sind, dass man irgendwann in so einer Blase festhängt und nur noch die Dinge sieht, die man halt immer sieht. Und auch dafür hat TikTok noch keine Lösung gefunden, wie man aus dieser Bubble rauskommt, aber sie arbeiten dran. Und auch so testet TikTok viel rum. Also du wirst vielleicht mal bei dir im Feed erlebt haben, dass du auch manchmal was Neues siehst, weil TikTok versucht natürlich auch in dein For You-Feed neue interessante Sachen reinzuspülen, dass nicht 2, 3, 4 Videos nacheinander mit dem gleichen Sound zum Beispiel auftauchen und auch du dann dadurch wiederum auf neue Ideen kommst und mal aus deiner Bubble da rauskommst. Du merkst schon, es sind ziemlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen bei so einem Algorithmus. Am Schluss sind es die Menschen, die Nutzer, die das mitbestimmen und der Algorithmus versucht halt das möglichst gut abzudecken, was die Leute wollen, deren Interesse irgendwie herauszufinden und dementsprechend was auszuspielen. Was bedeutet das für dich? Wenn du auf die For You-Page willst, musst du natürlich dafür sorgen, dass du Leute mit irgendwas, mit Content erreichst, der sie interessiert. Die Leute müssen interagieren, die können dir auch folgen. Du musst selber vielleicht auch ein bisschen aktiver noch sein. Du musst darauf achten, welche Hashtags du verwendest, dass es auch dazu passt zu deinem Material. Nicht, dass du abgestraft wirst, weil jemand sagt, oh, ich möchte weniger davon sehen. Also all das spielt mit rein. Bedeutet für dich, du solltest dich eigentlich eher darauf fokussieren, Dinge zu machen, die den Nutzern gefallen, die deiner Zielgruppe gefallen, die für deine Zielgruppe relevant sind, damit du da auch wächst. Wir machen das Zeug nicht, damit wir vom Algorithmus bevorzugt werden. Wir machen Dinge, wir machen Inhalte, damit die Leute die feiern, wir die richtigen Leute erreichen und dann können wir es auch auf die For You-Page schaffen. Dadurch bekommst du dann auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, vielleicht auch ein paar mehr Follower und wenn du das lange genug durchziehst, dann wird dein TikTok-Account auf jeden Fall wachsen. Wenn du irgendwelche TikTok-Fragen hast, schreib sie mal unten in den Kommentarbereich rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnier den Kanal. Es gibt 2 Videos die Woche, immer am Mittwoch und am Sonntag. Ich bin raus für heute und vielleicht verlinken wir auch mal unten in der Beschreibung nochmal den Text, den TikTok dazu geschrieben hat, die Pressemitteilung. Dann kannst du es dir auch nochmal im Original durchlesen. Bis dahin, wir sehen uns. Hau rein. Peace.